Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Cursed. Und zwar nehme ich euch heute mit auf einen Allianzkrieg in Call of Entia, den ich hier bestritten habe, mit einer zweiten Auswahl meiner Helden, weil die ersten schon alle verbraucht waren. Und ich konnte hier viel mehr bewirken, als ich ursprünglich erwartet hatte. Und zwar habe ich mir am Anfang erstmal ein Team rausgepickt, wo ich Xenia killen wollte. Und deswegen hatte ich drei gelbe Helden mitgenommen. Und ich dachte, also das war mein Hauptziel und ich dachte, das wäre das Maximum, was ich erreichen könnte. Es ist im Endeffekt anders geworden oder hat sich anders abgespielt. Aber ihr werdet sehen. Ja, Hauptziel war Xenia hier down zu kriegen. Ich denke, mit drei gelben Helden ist es ja an sich nicht so schwer. Vor allem, wenn der Gegner dreimal Erschöpfung hat. Das solltet ihr bei Allianzkriegen definitiv immer machen. Das bedeutet, wenn ein Gegner euch viel zu stark erscheint, trotzdem herausfordern. Denn diese Erschöpfung setzt ihm ordentlich zu. Und da fällt Xenia auch schon viel schneller und einfacher, als ich es mir erhofft hatte. Und dann habe ich gedacht, vielleicht klappt es ja auch nochmal mit Fiona, die hier auch schon ordentlich geschwächt war. Natürlich noch zwei Healer am Start und ich hatte dann probiert, hier Shomin hier so gut wie möglich immer voll zu kriegen und auf Fiona abzuballern. Ja. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Natürlich auch gelbe Steine kombiniert. Und da war es auch schon fast soweit. Da fällt auch Fiona. Und an sich war ich schon relativ zufrieden mit diesem Match. Ich wollte eigentlich gar nicht viel mehr erreichen, aber wieso sollte ich hier aufhören? Das war sowieso mein letzter Anlauf mit den Helden hier im Allianzkrieg. Und ja, dann dachte ich mir, Salome ist nicht so einfach down zu kriegen. Entschuldigung. Dann picke ich mir den Zeus raus. Allerdings auch Zeus ein harter Gegner, weil ich nun mal drei gelbe Helden dabei hatte. War ja, wie gesagt, ursprünglich nicht mein Ziel, hier noch weiterzukommen. Aber Steine kombiniert natürlich vorzugsweise von Shomin, der hier dem Zeus natürlich härter zusetzt als meine gelben Helden. Ja, Salome sehe ich tatsächlich das erste Mal als Gegner. Habe ich so noch nie gehabt. Weder in Arenen noch im PvE, glaube ich. Aber so mehr, viel mehr als healen tut sie auch, glaube ich, nicht. Oder hat sie noch eine andere Fähigkeit? Nein, ne? Jetzt glaube ich nur ihren Heal. Jayne natürlich immer wieder lustig, wenn das Blubbern kommt, dann kriege ich direkt wieder Ausschlag. Ja, da fällt auch der Zeus und dann habe ich gedacht, okay, nur noch zwei Healer vor mir, ist eigentlich unmöglich, dass die mich noch schlagen. Ja, und dann hatte ich erst Jayne als Target ausgepickt. Mich dann doch später umentschieden zu Salome, weil die, glaube ich, ein bisschen mehr kassiert als Jayne. Ja, wurde dann ein bisschen zäher, weil zwei Healer halt. Aber es hat tatsächlich noch geklappt. Heals, heals, heals.
Ich wollte denen natürlich nicht zu viel Mana schenken, deswegen habe ich oft Steine kombiniert, die sie nicht treffen. Und ja, Shumin natürlich schwach gegen Salome. Aber dafür hatte ich ja meine drei anderen gelben Helden. Jacob hier natürlich ordentlich zugesetzt. Und da war es auch soweit. Ich glaube, Shumin hat hier so gut wie alle Kills gemacht in diesem Match. Ja, ziemlich lustig. Also unterschätzt euch nicht. Nicht mit dem Gedanken reingehen, dass ihr das Match sowieso nicht gewinnen könnt. Ruhig probieren. Ja, und auch schon wieder der Kill von Shumin. Ja, und dann habe ich, ja gut, der Gegner war jetzt an sich auch nicht so stark. Mit 37.000 Stärke ist jetzt nicht so extrem. Ja, dann habe ich mir ein bisschen stärkeren ausgesucht. Und da war mein Ziel Pufeng, der hier, glaube ich, im falschen Feld steht. Und zwar gibt es ja bei diesen, bei den Feldern immer so Flaggen. Die müsst ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen, bevor ihr euch da hinstellt. Und in diesem Feld, bin ich mir ziemlich sicher, war die Flagge, dass die Heilung nicht funktioniert in diesem Feld. Und da hat der Gegner hier ordentlich versagt, weil er hier drei Healer stehen hat, die im Prinzip keine Wirkung haben, bis auf Jayne, weil Jayne hat ja noch die Schadensteilung. Aber hier habt ihr auch gesehen, wenn Pufeng hier geheilt hat, ist einfach absolut nichts passiert. Auch ich habe den Fehler gemacht und habe Pufeng hier mitgenommen. Aber ja, ist ja nicht so extrem wie das, was der Gegner da gerissen hat. Und ja, Pufeng stirbt hier durch die Hände von Clara bzw. ihrem Verkäuferzeichen. Sieht immer lustig aus, wenn Gegner so einfach explodieren. Und da war es soweit. Das war das Verkäuferzeichen. Ja, und das war auch das maßgebliche Ziel. Und dann, ja, habe ich gesehen, dass hier noch andere Gegner geschwächt sind. Und zwar Wukong, der hier vorhin mein Hightower one-shotted hat. Und ja, da ich noch zwei blaue Helden dabei hatte, dachte ich mir, könnte klappen, den auch noch zu eliminieren. Und das hat es tatsächlich. Ja, und dann war es so gut wie zu Ende mit mir. Jayne und Cassandra und der Überlebende hier noch da zum Schluss. Ich habe natürlich noch probiert, Jayne auszuschalten, aber es hat nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir schon so weit gekommen sind, ich mag das ja nicht, die einfach da so stehen zu lassen. Ich hätte noch einen anderen Gegner schwächen können, mit der Erschöpfung halt. Aber ich dachte, wir versuchen das einfach mal zu bereinigen. Und ja. Da war der Fehler, dass ich Pufeng hier mitgenommen habe. Obwohl der ja nicht hielt. Aber nichtsdestotrotz hat das hier gut funktioniert, Jayne noch auszuschalten. Und auch in diesem Match bin ich weitergekommen, als ich mir erhofft hatte.
auch noch ein Fehler, Baby Dare hier mitzunehmen als roter Held, weil er absolutes Kanonenfutter für den Überlebenden. Aber hier Cassandra auch ausgeschaltet. Und dann nur noch der Überlebende am Start. Auch jetzt natürlich einmal Erschöpfung drauf von mir. Und dann wird es sehr zäh. Und deswegen spule ich dieses Game später ein bisschen vor. Das heißt, ich setze die Geschwindigkeit wieder auf 3, weil ja, es passiert halt nichts mehr Spannendes. Da wird nur noch drauf gekloppt quasi, Steine kombiniert und versucht hier gegen den Überlebenden zu überleben. Ja, Mina ist schon nicht schlecht. Ich glaube, sie ist bei mir sogar plus 3, wenn nicht sogar plus 4. Ich glaube, plus 3. Ja, sie ist halt relativ useless, glaube ich, weil sie nur Damage macht, also absolut gar keinen Effekt hat. Aber für dieses Match hat es tatsächlich gereicht. Ich habe sie immer nur aufgelevelt, weil ich das für diese Daily brauchte, dieses Level 1 Helden auf. Und dann habe ich mir sie irgendwie ausgepickt und dann einfach immer jeden Tag ein Level drauf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Game schon wirklich 90 Tage spiele. Aber ja, so ist das entstanden, dass sie überhaupt so hoch ist. Ja, wahrscheinlich gab es mal zwischendurch ein paar Level-Ups mehr. Ja, und für dieses Game war die halt sehr vorteilhaft. Ja, Pufeng hier absolut useless. Ich habe trotzdem seinen Skill immer benutzt. Ist so Angewohnheit, kann man ja nicht einfach stehen lassen. Aber quasi hat Mina das hier gesolot. Ja, interessante Matches noch geworden. Also habe ich ja selber gar nicht mit gerechnet, dass hier überhaupt noch so viel passiert. Weil, wie gesagt, meine guten Helden alle schon auf der Reservebank waren. Aber ja, war doch noch sehr lustig. Ja, deswegen habe ich dieses Game vorgespult, weil, wie ihr seht, das Video wäre wahrscheinlich sonst 20, 30 Minuten lang geworden, weil der Überlebende halt seinem Namen alle Ehre macht und hier viel überlebt. Er ist auch, glaube ich, in der Verteidigung einfach stärker als im Angriff. Bis auf seinen Eisketten-Effekt macht er jetzt nicht allzu viel Damage. Ich glaube, was bewirkt der Skill noch? Ich glaube, dass man eine Runde dann aussetzen muss und dann erst seinen Skill benutzen kann. Am Anfang wollte ich ihn immer unbedingt haben. Jetzt ist der bei mir, glaube ich, auch Level 90 und gammelt die meiste Zeit nur herum. Aber ja, ich glaube, voll erweckt und auf hohem Level gibt er eine sehr gute Verteidigung ab. Ja, wie ist das bei euch? Macht ihr Allianzkriege überhaupt oder schaut ihr euch das nur an? Mir macht das ziemlich Spaß, aber ich bin sowieso immer PvP eingestellt in jedem Game. Und ja, wir führen hier Haus hoch mit 3500 zu 1750, doppelt so viele Punkte. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir gewinnen.